Hallo, schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen, bist gut reingerutscht. Ich wünsche dir auf alle Fälle ein gesundes und glückliches neues Jahr. 2023 haben wir jetzt. Wahnsinn, wie die Zeit rennt, wa? Ja, auf diesem Kanal wird es in diesem Jahr dann hoffentlich viel Neues geben. Schon mal abonnieren, falls du es bis jetzt noch nicht getan hast. Es wird einiges zu gewinnen geben und so weiter. Auch der Content wird sich dann hoffentlich ein bisschen erweitern, aber alles zu seiner Zeit. Heute gibt es erstmal wieder ein Rossmann-Haul und dann legen wir auch gleich los, bevor dieses Intro hier noch ewig dauert. Ich habe was fürs miese Katzi wieder geholt. Katzenstreu. Ui, ist schwer. Ich stelle es wieder runter. Das ist wirklich schwer. Das ist Ultra-Klumpstreu mit Babypuderduft. Ich glaube, meinen Kater interessiert der Babypuderduft herzlich wenig. Für mich ist es ja ganz angenehm. Das ist ein Klumpstreu, das mögen wir beide sehr gerne. Ja, und Winston ist die Rossmann-Eigenmarke, was so Tierfutter und solches Gedöns betrifft. Ist vollkommen in Ordnung, kann man kaufen. Ja, dann habe ich was, das schon angefangen ist. Das musste unterwegs in die Gusche. Damit ist der erste gute Vorsatz für dieses Jahr im Grunde genommen schon gebrochen. Nimm zwei Bonbons. Die lagen da so an der Kasse rum. Ich hatte einen Riesenhieper, dachte mir, du musst durch den Wintermarkt zurück zur Bahn. Und bevor ich mir da irgendwie eine Tüte Kribbelchen kaufe, habe ich mir gedacht, tut's. Eine Tüte mit zwei Bonbons. Ja, dann habe ich jetzt was Praktisches in der Hand. Sensodyne Pro Schmelz. Ich habe meine Zähne über Weihnachten und Silvester, die Feiertage, Weihnachtsmarkt, tralala, mit viel süßen Hunden. Die sind jetzt ein wenig empfindsam geworden. Deshalb wollte ich einfach mal eine Zahnpasta jetzt für sensible Zähne. Gab es aber nur in der Umverpackung. Mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Finde es absolut Quatsch, Karton um Zahnpastatuben zu machen. Allerdings gab es das Sensodyne-Zeug nicht ohne Karton. Wenigstens ist das ein recycelbarer Karton. Deshalb will ich mich mal damit zufrieden geben. Das nächste Mal gibt es wieder Zahncreme ohne Karton. Dann habe ich hier ein Isana-Badesalz. Davon habe ich eigentlich zwei Tüten gekauft. Wo ist die andere? Nun ja, sie wird sich finden. Auf jeden Fall eine Limited Edition von Isana-Badesalz mit Bambusextrakt. Da hatte ich letzten Monat das Duschgel davon gekauft. Das hatte ich allerdings verschenkt. Mir hat jedoch der kleine Bär auf der Packung so gefallen. Ich kann mich entsinnen, dass mich der Geruch an Weichspüler erinnert hat. Ja, das Duschgel habe ich nicht mehr bekommen, aber hier das Badesalz fand ich schön. Dachte ich mir, jo, mit dem Teddy ist süß, es roch gut. Nimmst du einmal mit? Und ich hatte auch eine zweite Packung davon eingesteckt, die dann weiter wandern wird. Wenn ich sage, bei mir, dass bei mir irgendwas weiter wandern wird, heißt das, dass ich es entweder verschenke oder ist in meine Verlosungskiste kommen. Da lass dich überraschen. Jo, dann habe ich mitgenommen Magnesium mit B1, B6, B12 und Folsäure. Ja, ich nehme Magnesium gegen meine Migräne, also nicht gegen, sondern vorbeugend. Ja, es hilft zumindest ein bisschen und ja. Die frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmittel sind nicht die besten. Die sind immer sehr gering dosiert, haben viele, ja, Zusatzstoffe, Füllstoffe, Salze und was eigentlich alles nicht reingehört. Dieses Alter Pharma ist ich sage jetzt mal, medizinische Eigenmarke von Rossmann. Das kann man jetzt immer noch so für zwischendurch mal kaufen. Ordentliche Nahrungsergänzungsmittel bestelle ich mir allerdings im Internet, wenn du da Interesse daran hast, was ich unter ordentlichen Nahrungsergänzungsmitteln verstehe, als medizinische Fachangestellte.
Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann kann ich, wenn ich das nächste Mal eine große Bestellung mache, euch das auch gerne mal unboxen. Gut. Dann habe ich hier von For Your Beauty, ist auch eine Eigenmarke von Rossmann, diese kleinen durchsichtigen Haargummis, diese Cryolastics. Ich weiß gar nicht, wie die sich auf Deutsch schimpfen. Halt so kleine durchsichtige Gummibänder für kleine Flechtfrisuren oder so, die man im Haar gut verstecken kann. Die haben allerdings nicht das ewige Leben. Die benutzt du ein oder zweimal, dann sind die ausgeleiert oder reißen die einfach kaputt beim Zöpfe wieder aufmachen. Und deshalb kommen da ab und zu mal ein paar neue her. Diese kleinen Post-it-Zettelchen habe ich hier gekauft. Die kosten bei Rossmann nur 79 Cent und ich benutze sie gerne, um mir halt Sachen in Büchern zu markieren. Wie du vielleicht erraten hast, lese ich halt gerne. Und es gibt mal, ich sammle Zitate. Und es gibt manchmal so Sachen in Büchern, die ich mir gerne merken würde, die ich gerne vielleicht mir, wenn ich zu Hause bin, mal aufschreiben würde, weil ich lese viel unterwegs in der Straßenbahn und so weiter oder im Bus. Und ich will natürlich dann nicht einen Stift haben und in meinen Büchern rumkrakeln. Dafür mag ich sie viel zu sehr. Und ich will auch keine Eselsohren meine Bücher knicken. Also das ist für mich, ja, da sterbe ich einen halben Herztod, wenn ich ein Eselsohr in einem Buch sehe. Und deshalb habe ich gerne solche Post-its in der Handtasche und dann kann ich mir die Stelle ja, markieren, kann das da reinkleben und dann kann ich mir das zu Hause in Ruhe nochmal raussuchen und aufschreiben. Dann habe ich hier Glaskeramik-Putzstein von Dr. Beckmann. Ich habe diesen Putzstein schon ein paar Mal jetzt bei YouTube gesehen, habe mich da ein wenig influenzen lassen. Und da so ein Ceranfeld wirklich schwierig wieder auf Hochglanz zu bekommen ist, war ich jetzt mal neugierig, ob das so funktioniert. Ich meine, gut, so ein Putzschwamm oder so, den kriegst du hier jetzt ja für kleines Geld schon überall anders. Und hier ist ja jetzt noch eine Folie drauf, aber da ist ein Putzstein drin. Da macht man den Schwamm nass und geht so über den Stein und dann soll man das alles gut sauber bekommen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mich mit dem Schwamm hier tatsächlich an mein Ceranfeld dran traue. Also, ja, nichtsdestotrotz würde ich es gern mal ausprobieren. Steht drauf, frei von Mikroplastik. Seidiger Glanz, auch für Induktionsherde. Na gut. Entfernt auch hartnäckigen Schmutz. Na gut. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren und werde berichten. Dann habe ich hier fürs Miezekätzchen ein Futter mitgenommen. Schwarz. Ich weiß nicht, wie sich das ausspricht. Das ist ein Bio-Katzenfutter hier mit Ente und Süßkartoffeln. 85 Gramm sind drin. Und da hier steht drauf Hashtag Futterspende. Das soll also, wenn ich das jetzt richtig verstanden, so sein, dass jedes Mal, wenn du hier eine Packung kaufst, automatisch an ein Tierheim eine Futterspende geht. Wenn das so ist, würde ich das gerne unterstützen. Allerdings ist mein Kater super mäkelig. Du glaubst gar nicht, wie lange, wie viele Tage der vor einem vollen Napf hungern kann. Ja, von daher teste ich das jetzt einfach mal aus, ob dem das zusagt. Wenn ja, werde ich dir gerne berichten und würde das dann weiter unterstützen. Dann habe ich hier Lidschatten-Applikatoren gekauft. Das sind Nachfüller für ein, naja, da gibt es wie so ein Lidschattenapplikator wie ein Pinsel, halt nur mit so einem Schwämmchen oben drauf. Und dafür sind das die Aufsatzdinger. Also da ist hier so ein kleines Loch drin, das kannst du quasi auf den Pinselstiel oben drauf stecken. Ja, diese Applikatoren, ich habe die jetzt sowas ewig und 3 Jahre nicht benutzt. Aber ich habe halt eine Lidschattenpalette, da war so ein kleiner Schwämmchen-Applikator drin, habe ich weggeschmissen.
War offensichtlich nicht die coolste Idee, weil mit dem Pinsel lassen sich die Farben kaum auftragen. Jetzt will ich mal schauen, ob ich damit mehr Glück habe. Wenn nicht, fliegen die einfach weg und die Palette wird dann auch aussortiert. All dieweil Schimmertöne trage ich halt einfach mit dem Finger auf. Für Schimmertöne sind diese Schwämmchen-Dinger auch ganz toll. Aber wie gesagt, die trage ich einfach mit dem Finger auf. Mit der Palette, von der ich da rede, da klappt es weder mit dem Finger noch mit dem Pinsel richtig. Da ist das jetzt die letzte Chance für die Palette bei mir zu bleiben. Jo, deshalb probieren wir das mal aus. Dann habe ich hier von Alnatura auch eine. Ist Alnatura? Nee, das musste ich jetzt finden. Ist Alnatura eine Eigenmarke von Rossmann? Weil ich dachte, ich hätte auch irgendwann mal Alnatura schon woanders gesehen. Nee, die Biomarke von Rossmann heißt, glaube ich, Enna Bio. Alnatura ist was anderes. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist okay. Ich sollte vielleicht mal zählen in Zukunft, wie oft ich auf jeden Fall sage. Jedenfalls sind das hier vegane Mini-Wiener. So sehen die aus. Die sind wohl aus Seitan und Tofu. Mein Sohn hat sich nämlich entschlossen, jetzt Vegetarier zu werden. Ist eine löbliche Geschichte, kann man machen. Ich habe auch früher viel vegetarisch gekocht. Fleisch ist bei uns so ein typisches Sonntagsprodukt. Ich habe unter der Woche viel vegetarisch gekocht und Sonntag gab es dann halt so diese Klassiker Schnitzel, Rouladen, Gulasch, ne? Quasi noch wie bei Oma. Jetzt möchte mein Sohn aber ein vollwertiger Vegetarier werden, nicht Veganer, nur Vegetarier. Und aber so ganz und immer fleischlos fehlt mir so ein bisschen die Ideen dann manchmal. Und ja, jetzt probiere ich mich sozusagen ein bisschen durch die vegetarischen oder veganen Fleischersatzprodukte. Und jetzt sind halt die Mini-Wiener dran. Dann habe ich mir hier so einen neuen Duschpuffel gekauft. Ich habe so ein Ding schon, allerdings ist meiner schon so ausgeleiert und so, dass ich den so langsam mal aussortieren müsste. Ich benutze diese Schwämme gerne zum Duschen, weil einfach mal man damit unglaublich viel Duschgel spart. Ich weiß, Duschgel von Isana, die kosten 49 Cent oder so. Das ist nicht wirklich viel, aber selbst, ja, wann brauche ich mein Duschgel auf? Das dauert wirklich ewig. Du brauchst hier nur eine winzig kleine Menge. Das schäumt übelst auf, wenn ich das mal so sagen darf. Und du hast durch dieses Netz immer noch so einen schönen leichten Peeling-Effekt mit auf der Haut. Mag ich gerne leiden. Jetzt gibt es halt ein neues. So. Ach ja, hier guck. Eine neue Wärmflasche habe ich mir gekauft. Ich war auf der Suche nach diesen Periodenpflastern von Rossmann, weil ja, die Erdbeerwoche vor der Tür steht. Entweder gibt es die nicht mehr oder die waren gerade alle. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich sie nicht gefunden. Ja, da war es wieder auf jeden Fall. Ich hatte früher mal eine Wärmflasche, aber die scheint irgendwie beim Umzug verloren gegangen zu sein. Und die hier kostet, lass mich schwindeln, 6 Euro jetzt aufgerundet. Ja, das ist schon so ein schönes graues Vlies. Da ist stinknormale graue Thermosflasche drin. Das Vlies kann man also wechseln, waschen. Da kannst du dir auch Ersatzüberzieher holen. Im Internet gibt es da auch ganz schicke Tierchen und weiß der Geier was nicht alles. Ja, und von daher, ja, sowas kann man immer mal zu Hause haben. Ein Parfüm habe ich gekauft, weil es gerade im Angebot ist. Jill Sander Sun Delight. Ich mag ja diese Jill Sander Düfte generell sehr gerne. Das gab es jetzt hier für 20 Euro, dann musste das einfach mit. Da ist jetzt nicht wahnsinnig viel drin. Das wird nicht lange halten, aber bei 20 Euro konnte ich halt nicht widerstehen, zumal ich ja diesen Rabattgutschein von 10% auch noch habe. Ja, so sieht die Flasche aus, wenn sie ausgepackt ist. Wie gesagt, das wird jetzt nicht ewig halten, aber für den Preis kann man es einfach mal mitnehmen.
Zack, rein in die Packung. Was habe ich hier? Eine Lidschattenpalette. Das ist von Rival de Loup, die Smoky Blue Eyeshadow Palette. Ja, es war die letzte, deshalb ist sie mitgekommen. Smoky Eyes mache ich selten, weil ich da ja für den Alltag finde ich die ein bisschen zu übertrieben. Da ist eigentlich auch nur ein wirklich blauer Ton dabei, der hier. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Blauton für einen Lidschatten, den ich gesucht hatte. Allerdings ist das generell eine kühle Palette. Ich schaue ja immer, halte ja immer nach kühlen Paletten Ausschau, weil es die selten gibt. Es sind viele schöne Grautöne drin. Ja, als wenn ich nicht schon genug Grautöne hätte. Ich weiß, aber es war die letzte und sie hat mich angesprochen. Sie hat gesagt, nimm mich mit und für, ich glaube, 2,99 oder so kann man da, glaube ich, nichts verkehrt machen. Selbst wenn sie jetzt absoluter Mist ist, ja, dann ist sie halt Mist. So, Isana, milde Seife, Berry Love. Das hatte ich letzten Monat schon mal gekauft. War eigentlich eine Limited Edition, gab es jetzt aber immer noch. Die hatte mir gut gefallen, deshalb kam sie noch mal mit. Aha, hier ist das zweite Badesalz. Und dann habe ich hier noch was Neues entdeckt. Eine Isana Tuchmaske, auch wieder eine Limited Edition. Wer mir hier schon eine Weile zuguckt, weiß, ich liebe Masken. Intensive Feuchtigkeit soll die spenden mit Granatapfelextrakt und Hyaluron. Das ist anscheinend wieder so eine bedruckte, eine Wintermaske. Und ich finde das Honigchen da drauf, ja, süß, knuffig, mit so mit Schal und Mütze. Eigentlich bin ich überhaupt nicht dafür, dass Hunde so eingepackt werden. Ich meine, die haben Fell. Und was ist das für eine Rasse? Wahrscheinlich eine französische Bulldogge. Ist jetzt auch ein bisschen schwierig, dass sie ausgerechnet den Hund dafür genommen haben. Das wäre ungefähr hier wie ein Mops oder so da drauf zu packen. Solche Qualzuchten sollte man eigentlich nicht unterstützen. Ja, aber sind wir ehrlich, es sieht süß aus. Und ich bin eine Frau und Verpackungsopfer, Unlimited Edition Opfer. Was soll ich mich rechtfertigen? Es sollte mit. So, dann Beauty Drops von Isana. Ich bin irgendwie gerade voll auf dem Beauty Drops Hype. Mit Niacinamiden. Niacinamide sind ja sozusagen die kleine Schwester vom Retinol. Die sind aber nicht ganz so aggressiv. Das heißt, du kannst sie auch im Sommer benutzen, die Niacinamide. Schöne Sache. 5 Euro so in der Dreh, also 4,99 oder 4,95, knapp 5 Euro. Und für den Preis mitnehmen. Dann habe ich hier von ESN einen Designerbarriegel mit Mandel und Kokosnuss. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen auf die Süßigkeiten verzichten, ne? Du siehst, wie das geklappt hat. Ich kenne den Kokosriegel schon von ESN. Das war immer so mein Bounty-Ersatz. Mit 2,50 oder so sind die echt nicht billig, aber lecker. Und macht auch satt, also zumindest mich, also nach so einem Riegel, das ist quasi wie ein Frühstück oder ein Mittagessen für mich. Danach bin ich aber auch wirklich gesättigt. Und ich habe gerne einen Riegel in der Handtasche, entweder sowas oder ein Müsli-Riegel, einfach damit ich nicht, wenn mich unterwegs mal der Hunger überkommt, nicht irgendwo bei einem Bäcker reingehe oder mir eine Currywurst oder sowas hole. Ja. Und ich dachte, Kokosnuss und Mandel, das könnte eine interessante Kombi werden. Also wird das mal ausgetestet. So. Die liebe Maike macht jetzt mal bitte die Augen zu und guckt weg. Und ich sage der Maike auch, wenn sie wieder gucken darf.
Alle anderen schauen sich das jetzt einfach nur an. Du siehst dann ja, was es ist. Maike, Augen zu. Ich lasse das jetzt mal so weit unkommentiert. Ich glaube oder hoffe, du siehst gut, was das ist. So, und jetzt kann die liebe Maike die Augen wieder aufmachen. Falls du dich jetzt fragst, wer Maike ist das Geburtstagskind, die das dann bekommt. Dann ist mir aufgefallen, dass ich kein Bronzer im Backup habe. Das geht natürlich gar nicht. Und da habe ich mich jetzt hier für Catrice entschieden, Sunlover. Ja, mir gefällt dieses Marmorierte. Die Verpackung hat mich angesprochen. In der Farbe 010 Sunkiss Bronze. Ja. Der wird jetzt erstmal nicht in Benutzung kommen. Wie gesagt, ich habe ja diesen Hawaii-Bronzer noch. Ja, aber der kommt ins Backup, dass ich einen da habe. Und ich freue mich schon drauf. Jetzt sind wir gleich fertig. Nur noch zwei Sachen. Einmal eine Zahnbürste. Ja, das ist so eine vibrierende Zahnbürste von Dr. Beckmann in der Stärke Mittel. Wenn man hier ist, so ein Knöpfchen, wenn man da drauf drückt, fängt die halt an zu vibrieren. Da musst du keine Batterie oder sowas reinstecken, die funktioniert einfach. Wahrscheinlich ist da irgend so eine Art Akku drin oder so. Das ist sozusagen meine Urlaubszahnbürste. Ich habe eine, so eine elektrische, so eine Schallzahnbürste von Philips. Die nehme ich aber nicht gern mit in den Urlaub. Und deshalb für die nächste Reise kommt die schon mal in die Waschtasche. Dann habe ich ein Deo mitgenommen, Rexona. Das ist ein Antitranspirant, weil beim Deo kommt es mir nicht so sehr darauf an, wie das duftet, sondern dass es Schweißbildung tatsächlich verhindert. Und das macht das Rexona hier ganz gut. 48 Stunden soll es angeblich halten. Ja. Kann ich nicht beurteilen, weil ich zwischendurch dusche. Stresskontrolle, dachte ich mir, okay. Bei dem, was zurzeit bei uns auf Arbeit los ist, kann ich Stresskontrolle definitiv gebrauchen. Ja, die Rexona Deos oder alle Antitranspirant riechen immer ein bisschen pudrig. Da kriegst du keinen wahnsinnig blumigen oder süßen Duft bei raus. Stört mich aber nicht. Jo. Und außer Bonbonpapier ist jetzt nichts mehr in der Tüte drin. Das war mein Rossmann-Haul für diesen Monat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hattest Spaß dran. Wenn ja, dann gib mir doch gerne mal ein Däumchen nach oben. Würde mich freuen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur, mich zu verabschieden. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen guten Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, schönes Wochenende, angenehme Woche, je nachdem, wann du das Video hier siehst. Ja, bleib gesund. Fühl dich einmal ordentlich gedrückt von mir. Und mach's gut. Ich wünsche dir was. Ciao.